Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute nehme ich euch mit ins Gym. Ich treffe mich nämlich gleich mit meinem Personal Trainer, mit dem Niki. Und ich bin mal gespannt, was wir heute trainieren, weil ich habe so verdammten Muskelkater in meinen Glutes, in meinem Po, überall. Und Laufen ist schon sehr anstrengend. Ich weiß nicht, was ich da letztes Mal trainiert habe, aber es war Killer. Ich bin gespannt, was wir heute mit dem Niki machen. Hoffentlich ist es trotzdem irgendwas für den Po und für die Beine oder so. Ich hasse Oberkörper trainieren. Das haben wir letztes Mal gemacht. Und danach war ich, ciao, ich konnte mich nicht mal richtig schminken. Ja, ich nehme euch heute mit ins Gym. Mal gucken, was wir machen. Der wird euch viele Sachen erklären. Ich weiß, dass es sehr viel interessiert. Und jo, wir düsen jetzt da mal hin, würde ich sagen, ne? Vielleicht komme ich sogar diesmal pünktlich. Gut aus. Eine Sache, die ich in diesem Video vergessen habe. Es geht gleich weiter, keine Sorge. Dass ich Personal Training angefangen habe, weil ich auf der einen Seite komplett aus der Routine rausgeflogen bin nach meinem Abi. Ich bin unregelmäßig gegangen, ich habe keine neuen Reize gesetzt. Ich wollte wieder mehr in die Routine kommen. Zweite Sache ist, ich hatte letztes Jahr eine Schleimbeutelentzündung in meinem rechten Knie und dadurch bin ich in sehr vielen Sachen eingeschränkt. Das heißt, ich kann nicht joggen gehen, ich kann nicht rennen. Also ich kann schon, aber ich sollte es nicht machen, weil mein Knie dann wieder wehtut. Und Knien allgemein tut auch. Deswegen war es mir wichtig, dass ich mal jemanden habe, der mir über die Schulter guckt, der guckt, wie ich meine Sachen ausführe, der mich korrigiert. Und ich finde, dass das viel mehr Leute machen sollten, die auch jünger sind. Weil gerade wir machen Fehler beim Trainieren. Hätte ich damals mal mit einem Trainer trainiert und der hätte wirklich genau gesehen, was ich mache, dann hätte ich wahrscheinlich niemals eine Schleimbeutelentzündung bekommen, weil ich habe falsch trainiert, ich habe die falschen Übungen gemacht, sie falsch ausgeführt und dadurch habe ich jetzt die Verletzung. Ja, das hat mir mein Arzt bestätigt, das ist nicht nur so gesagt, sondern das ist legit so und es fuckt mich mega ab. Deswegen will ich euch da draußen vorwarnen, dass falls ihr überlegt, mal mit einem Personal Trainer mal zu arbeiten, was auch immer, macht es, um euch einfach das vorzubeugen. Ich mache das ja auch super gerne mit einer Freundin zusammen. Ich mache das mit der Adri zusammen. Die konnte an dem Tag nicht, deswegen habe ich es alleine gemacht. So ist man ein bisschen motivierter, mit einer Freundin das zu machen. Und ja, ich will euch das echt ans Herz legen, weil, wie gesagt, Verletzungen passieren viel zu schnell. Und ja, jetzt viel Spaß bei diesem Video. Hey Leute, ich habe so Muskelkater. Wie soll ich denn diese Treppen hochkommen? Oh, fuck. Ich hasse aber Oberkörper trainieren. Fuck my life. Ich habe jetzt Niki gesagt, dass ich Muskelkater habe. Und nur bei dem Becken, Beuger, Dingsbums, keine Ahnung, der wird es euch dann gleich irgendwie sagen. Und ja, wahrscheinlich können wir sogar noch ein bisschen was für den Po machen, weil ich es im Po jetzt nicht ganz so spüre, sondern eher so bei dem Oberschenkel, Rückenseite. Ja, vielleicht haben wir Glück genommen, hier kommt doch kein Arm dran. Bitte, bitte, bitte. So Leute, ich habe mich jetzt aufgewärmt. Wir machen jetzt eine Übung für die Beine und einen für den Po. Genau. Und das erste Gerät. Bring die Zehenspitzen leicht nach oben. Genauso. Wie als würdest du auf dem Boden stehen. Kleinen Ticken weiter absenken. Und wieder hoch. Genauso. Reicht. Sehr gut. Wie viel machen wir? 35? Das schaffe ich niemals, niemals. So, geh mal her, ich stelle das mal irgendwo ab. Hip Thrust. Zielmuskulatur ist natürlich der Gluteus Maximus. Wir achten dabei darauf, dass wir den Rücken nicht zu sehr durchstrecken, dass wir keine Hyperextension in den Rücken reinkriegen, sondern wirklich das Gewicht aus der Hüfte hochstemmen. Also wichtig hierbei ist wirklich, dass du den Druck im Gesäßmuskel merkst, im Po, wenn du so willst, und nicht im Rückenstrecker, also nicht in der Wirbelsäule. Wichtig hierbei, versuch nicht zu viel Gewicht zu benutzen, versuch dich lieber auf die Ausführung zu konzentrieren, lieber auf das Muscle-Mind-Gefühl, also sprich auf die Verbindung zwischen deiner Gedanken und der Muskulatur. Also ist viel wichtiger hier in dieser Übung, als massig Gewicht zu bewegen.
Nächste Übung, die wir machen, wie gesagt, ist Kreuzheben, klassisches Kreuzheben. Wir versuchen, deine Beine so gut wie möglich zu entlasten. Rumänisches Kreuzheben wäre halt sehr beinbeugerlastig, aber da wir dieser ja noch nicht ist wie vorgestern, würde ich sagen, machen wir klassisches Kreuzheben. Untere Rücken, gesamter Rücken, also Latissimus dorsius beteiligt, die hintere Schulter ist dabei, Trapezmuskeln und so weiter. Also nur Rücken, kein nicht auf die Beine und nicht auf den Po. Minimal auf die Beine. Mhm. Kreuzheben lässt sich leider nicht vermeiden, aber das kriegst du hin. Wir okay. machen auch nur 4 Sätze. Okay. Was? 4? Ja. Also, nächste Übung, die wir heute machen, ist für die Schultern. Zielmuskulatur, wie der Name schon sagt, Schulterpressen, Schulterdrücken. Was gibt es hierbei zu beachten? Du solltest dein Handgelenk und dein Ellbogengelenk immer schön in einer Linie halten. Beim Durchdrücken das Ellbogengelenk nicht ganz durchdrücken. Die Handgelenke schön statisch halten, gucken, dass wir sie nicht überdehnen. Und ansonsten immer schön gleichmäßig und kontrolliert arbeiten. Okay, nächste Übung für heute, Schrägbankdrücken an der Maschine. Zielmuskulatur ist die gesamte Brust, aber der Fokus liegt hierbei auf der oberen Brust. Von der Ausführung gibt es wieder nicht viel zu beachten. Ellbogen und Handgelenke bleiben auf einer Linie. Das Brustbein bleibt immer durchgestreckt, immer leicht nach oben gedrückt und beim Drücken niemals die Ellbogen durch. Ansonsten immer schön die Spannung halten, konzentriert arbeiten. Wir machen nur Crunches. Also, bring den Ball ein bisschen weiter runter. Also, leg dich erstmal auf den Ball, ganz normal hinlegen, ganz normal. Genau. Und jetzt roll dein Gesäß einen Ticken nach oben. Genau so. Lass deine Brustwirbelsäule fallen. Noch ein Stück, nach hinten rollen. Perfekt, genau da. Jetzt kommst du aus dieser Position in einen Crunch. In einen Crunch, Stopp und zurück. Genau so. Lass die Arme offen. Genau so. Kurz meinen Bauch. Damn. Mein unterer Bauch muss noch ein bisschen besser trainiert werden, aber sonst wird es wieder, Leute. It wird. Ja, jetzt bin ich fertig. Fertig mit den Nerven. So, Leute, wir sind fertig mit dem Training. Ich werde euch sein Instagram und seine E-Mail-Adresse mal unten in die Infobox schreiben, falls ihr Interesse habt. Könnt ihr ihm einfach eine Nachricht schreiben. Ne?
Alles ganz easy. Und ja, wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Ich bin fertig für die restlichen 2 Tage. Kannst du das auf dich sein, dass sie super angestellt? Ja. Also was das angeht, muss ich sie wirklich mal loben. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Caro ist eine richtige Maschine, was das Training angeht. Ah. Ja, genau. Wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bye! Bye, bye!